ich bin hier, hör mir zu, ich kann nicht mehr, bleib bei mir, ich will nur dich, du bist ein Traum. Ich bin hier, du bist da, will nur dich, komm nicht klar, bleib bei mir, mein Baby, du bist ein Traum. Du bist ein Traum, doch nicht für mich, sondern für ihn. Denn du liebst mich nicht. Was soll ich tun, damit ich dir gefall? Kann ich mehr, ich seh dich überall. In Gedanken bist du immer bei mir. Scheiß auf ihn und komm. Holger, du weißt doch, dass ich den Job zu Hause unbedingt brauch. Ich weiß nicht, wie ich das mit dem Lütten machen soll. Und ich weiß einfach nicht weiter. Sandra, wir haben drüber gesprochen. Von zu Hause ist nicht mehr. Du kannst Privat und Geschäft nicht trennen. Das kriegst du einfach nicht gebacken. Ja, doch, das hat doch jahrelang wunderbar funktioniert. Ja, aber wenn es drauf ankam, hat es nicht funktioniert. So einfach ist das. Und deswegen sehe ich das nicht ein. Nein. Ja, wo ich bei dir angefangen habe. Von Anfang habe ich mit offenen Karten gespielt. Habe dir gesagt, so und so brauche ich das, anders geht das nicht. So und so haben wir das auch gemacht. Irgendwie soll ich das jetzt bis machen? Bis zu dem Punkt, wo du eben nicht das trennst. Du kannst das nicht trennen, das Private und das Geschäftliche. Und das nervt. Verstehst du? Das war ein einmaliger Ausrutscher. Es gibt immer ein erstes Mal und dann ist vorbei. Also Büro und sonst gar nichts. So einfach ist das. Aber jeder hat doch eine zweite Chance verdient. Aber nicht bei mir, definitiv nicht. Wenn ich sage nein, dann ist nein. Das weißt du. Bist du nicht die Einzige. Ich weiß absolut nicht, wie ich das machen soll. Sandra, was soll ich jetzt dazu sagen? Für mich steht es fest, nein und gut. Hi. Was ist hier los? Betriebsversammlung, oder? Ich versuche so kann man es sagen, ja? Ich versuche es gerade zu klären. Ach, stimmt. Was ist jetzt eigentlich mit dir? Warum darf sie denn nicht hier für ihr weiter arbeiten? Weil sie Privat und Geschäft nicht trennen kann, deshalb nicht. Hä? Wieso? Was? Hä? Das ist doch eine Sache gewesen, die ist einmalig und das muss doch jeden Tag so sein. Einmalig oder nicht einmalig? Es ist passiert und somit bei mir nicht drin. Kannst du verantwortlich machen für etwas, was zu Hause passiert ist? Wenn sie arbeitet für mich und das von zu Hause aus, was wir ja nun schon jahrelang durchgezogen haben, das immer funktionierte, und sie einmal einen Affen kriegt und sagt, knallt mir die Tür vor der Nase zu, nee, beim besten Willen nicht. Aber so, sie ist auch nee. Ein Mensch, oder nicht? Ja, natürlich. Sie kann doch trotzdem Gefühle, sie hat Gefühle. Kann sie haben, ja, aber bei mir nicht. Und du hast nie Gefühle, oder? Bist du Roboter, oder was? Wenn ich... Davon hole ich mir jetzt was Schönes. Das wird er nicht wiedersehen, das Geld. Ich habe die Gitarre ja gestern geklaut, ne? Einmal gucke ich in die Gitarre rein, da ist Geld drin. Der Typ ist ja richtig behindert. Wie kann man in einer Gitarre Geld reinstecken? Aber weißt du, was ich jetzt machen werde? Ich werde die jetzt schön verkaufen gehen, die Gitarre, und das Geld schön auf den Kopf hauen. Ja, was war sie? Sie war zu Hause. Eben, und da hat sie gearbeitet, also ist das Job. Aber es ist doch nicht möglich, normal mal auszuklinken, wenn sie 24 Stunden auf Abfrage sein muss. Das geht doch gar nicht. Und sie ist angewiesen... Sie muss es trennen können. Und wenn sie es nicht trennen kann, ist sie also im Büro. Sie ist aber angewiesen drauf, zu Hause zu arbeiten, wie in dem Kleinen. Das haben wir auch alles geklärt. Das habe ich ihr ja gesagt. Es war ja auch alles gut die letzten Jahre. Ja, aber wenn sie es nicht hinkriegt, dann ist das ihr Problem. Aber sie hat meins. Komm. So einfach ist es. Du sagst doch gerade selber, sie hat jahrelang super gearbeitet. Ja. Das war jetzt mal ein Ausrutscher. Aber ist dir nie ein Ausrutscher passiert? Ja, und selbst wenn. Hä? Ja, und selbst wenn. Ja, also, dann kannst du doch beim Mensch stehen und sagen, hey, nein. Kann passieren. Bei mir gibt es sowas nicht. Entweder ja oder nein. So einfach ist es. Also mit dir kann man Schwarz jetzt nicht, oder weiß. Also kann man mit dir jetzt nicht reden. Nein. Weißt du, dann kannst du auch bitte gehen, weil das ist Privatsphäre dann und geschäftliches. Musst du ja dann bei der Arbeit besprechen. Okay. Weil hier ist jetzt... Dass ich gehen soll.
Würdest du bitte? Ich glaube, es ist besser. Gut, so, weil Arbeit ist Arbeit, sagst du selber, also bitte. Hier ist keine Arbeit. Ja. Na, ja. Ich wünsche euch dann auch einen schönen Abend. Ja, ja, komm mal nach Hause. Man wird, ja? Jo. Ciao. Was ist das für ein Vogel, ey? Kannst du mal erklären, was das für ein Vollidiot vom Boss ist? Oder? Scheiße. Kannst du es mal bitte erklären? Was geht mit dem ab im Kopf? Ich weiß nicht, warum der so stur ist. Das war der nur. Hä? Er hat selber zugegeben, dass er Mensch ist, Fehler macht und er kommt so bei uns an. Ist er bescheuert oder was? Ich weiß jetzt nicht mehr weiter. Wir finden eine Lösung. Gar kein Problem. Scheiße. Okay? Mach dir mal keinen Kopf. Zur Not nimmst du ein bisschen Auszeit. Ja, und wo kriege ich das Geld her? Na, ich kann ja nicht ohne Geld leben. Mach aus, ich unterstütze dich dann. Na, da für dich. Ich bleib für immer jung, jung, jung. Die Zeit geht niemals um, um, um. Ich bleib für immer jung, jung. Das ist da richtig groß. Also, ihr habt da richtig verschiedene Plätze, Orte, Stellen. Kategorisch eingeteilt quasi. Jetzt, wenn ihr was nicht wisst. Romantisches Wort oder ein Bett braucht für die Fotografie und für die Fotos halt, ne? Denn ist alles da vorhanden. Okay. Lass mal hier sitzen. Ja, es hat sich verschiedene Möglichkeiten. Ich finde das Reden und Rumrennen ist ein bisschen blöd so. Oh. Und hast du dir schon Gedanken gemacht, was du so brauchst an Bildern oder so? Ja, also ich mein, das ist ja, ich mir schon Gedanken gemacht. Ja, ich weiß jetzt nicht, inwiefern du damit zum Beispiel, wenn du jetzt erotische Fotos haben willst, wie das da vorhanden ist mit Requisiten. Ja, also ich sag mal so, erstmal wollte ich halt normale Bilder machen und dann gucke ich halt, inwiefern ich da, ob ich vielleicht noch andere Bilder machen will oder so. Müssen wir halt spontan gucken, aber erstmal will ich keinen anfangen. Warte mal kurz. Alternative Liste wird zur CDU in Rös. Geht es überall linke? Ist es schlimm, wenn ich da kurz hingehe? Oder kommen wir jetzt, komm einfach mal. Sie passen uns nach Berlin. Hi. Könnt ihr ganz schön? Ja, yeah, was? Ja, gerne. Macht ihr auch nicht? Oder wollt ihr dir eine Milde Spende für einen kleinen Musiker? Nee. Kleinkünstler quasi. Du machst du das immer oft hier oder? Ja, immer oft. Das sind immer so schwierige Worte. Aber ein bisschen hier, ein bisschen da. Ah, okay. Also hier. Ja, weil ich finde das gut, was du tust. Also die Musikart ist cool. Ach, cool. Das ist ein sehr interessanten Stil und sowas. Vielleicht kann man daraus was machen. Machst du auch Musik? Nee, ich bin Talentscout. Ich höre mir halt Bands an und oder Leute wie du jetzt zum Beispiel. Und das, was ich interessant finde, das da baue ich den Kontakt auf und vermittle dann das zu meinem Chef, also dem Manager von der Plattenfirma weiter. Aha, was ist denn das für eine Plattenfirma? Das ist ja kürzer, wir müssen los, ne? Ja, warte doch mal kurz. Kann man da vielleicht ein bisschen zuhören, noch ein bisschen was? Klar, setz dich doch einfach oder setz euch doch einfach zu ein bisschen. Wir wollten aber zum Studio, ne? Ja, sonst kann man das nicht verschieben oder so? Ja, man ist jetzt extra verabredet. Ja, aber muss das jetzt sein? Du siehst doch gerade, das ist ein bisschen wichtiger. Wir müssen jetzt einfach abschieben oder was? Nee, was heißt abschieben? Wir können es ja verschieben. Oder du wartest kurz. Ja, dein Kurz kenne ich, ey. Ja, dann geh und dann machen wir das einen anderen Tag. Du hast es aber letztes Mal schon gesagt. Ja, jetzt schieb doch nicht rum. Jetzt, entweder wartest du jetzt mit mir oder du gehst und wir machen es einen anderen Tag. Ja, dann gehe ich halt. Ja. Ja, dann melde dich einfach, wenn du Zeit hast, irgendwann mal für mich, keine Ahnung. Ja, wir melden die Tage, versprochen. Ich mach's auch wieder gut. Bitte. Oder hier, mein Lieber. Ja, cool. Okay. Wie ist dein Name? Hey, Emmo. Ben Lam. Hey, Ben Lam. Ben Lam oder Ben Lam? Ach, Ben Lam. Ben Lam. Okay. Hey. Der Mann der leisen Töne. Ach, ja. Weiß ich nicht. Wie lange machst du das schon? Ah, meine Mutti hat gesungen, habe ich einfach mitgesungen. Was meinst du mit so, wie lange machst du das schon? So professionell? Ja, ja. Mit Geld verdienen? Ja, zum Beispiel. Ah, mit Geld verdienen habe ich ja eher meine Schwierigkeiten. Das ist nicht so meine Stärke. Okay, ja, siehst du, dann kann man sich vielleicht helfen. Ja, geil. Ja. Also erzähl doch mal, was geht da? Also was ist das überhaupt für ein Label? Und also wir haben, was will ich überhaupt mit einem, also
Ich meine, ist das geiler als Gitarrenmusik so auf der Straße? Ist wenigstens echt, habe ich gedacht. Ja, auf jeden Fall. Es ist aber ja, man friert sich den Arsch ab. Richtig, und du verdienst auch dabei nicht so viel, oder? Verdienen in du. Und du musst auch von was leben. Und deswegen ist es doch gar nicht mal so schlecht. Leben, ja. Siehst du, und dann ist es auch gar nicht mal so schlecht, wenn man sich da ein bisschen zusammentut und ein bisschen, ja, du hast ja was drauf, das klingt doch cool, oder nicht? Du bist auch überzeugt auch von deiner eigenen Musik. Und ja, deswegen ist es doch, wäre doch cool, wenn man mal sich zu dritt trifft. Also dritt, ja, mein Chef zum Beispiel noch dazu kommt. Ach, der Typ vom Label oder was genau, ist das? Genau, der hört sich das mit einmal an. Okay. Und dann können wir doch zusammen mal uns ein Konzept ausdenken, wie wir das mal voranbringen. Ich muss ja drauf. Wir hören uns mal an, was du so alles in der Repertoire hast. Und dann kann man zusammen so eine Strategie entwickeln. Und ich meine, dafür sind wir da. Dafür hat man ja ein Label dann. Okay, cool. Also ich will nur sagen, ne, ich bin so ein bisschen schräger Vogel. So, wenn man so sagt, ja, hier hast du Geld, mach, was du nicht willst, dann sage ich, das kann passieren. Ich wollte nur mal vorwarnen. Halt. Oft habe ich mich schon mit Kumpels von dir getroffen, quasi Arbeitskollegen. Okay. Und dann sage ich ihnen, okay, ich möchte keine GEMA, ich möchte dies nicht, ich möchte das nicht. Und dann sagen sie, was? Entschuldige mal. Also du sollst ja nicht etwas tun, was du nicht möchtest bei uns. So ist es nicht. Das ist gut. Deswegen handeln wir dann ja auch in etwa alles aus. Das ist ja, ne? Das ist ja, wir gucken, wo es denn uns hinführt und dann gehen wir den Weg. Ich spiele erst mal vor, du sagst was dazu vielleicht. Ich laufe dem Meer hinterher, denn es gibt mir so viel. Es bestärkt Träume sehr, das ist ein schönes Gefühl. Lange die Träume verdrängt, dachte es seien Illusionen, was schon die Träume verschenkt. Doch dann wär alles nur Hohn, denn ich geh nicht mehr über Leichen, ich gehe nur noch über Seelen, weil die harten Knochen der Leichen meine zarten Füße quälen. Gehe nicht mehr über Leichen, gehe nur noch über Seelen, weil die harten Knochen der Leichen meine zarten Füße quälen. Sagst du? Ja. Ich muss dazu auch noch sagen, ich habe ja auch noch dieses eine Projekt hier, so Quagga. Vielleicht ist das ja auch für euch interessant. Aber das können wir dann ja mal besprechen. Genau, das klingt doch gut. Ja, das klingt gut. Ist das eine Band oder? Das ist eine Band, ja. Ah, okay, und da bist du auch mit dabei dann. Ja, da spiele ich zum Glück auch keine Gitarre. Das ist ein Vorteil. Vielleicht okay, kannst du dann auch besser verkaufen. Wir schauen mal. Also das klingt ja richtig gut, was du da machst. Du hast eine schöne Stimme, so. Danke. Wie nennt man das? Deine Biedermann hat mal gesagt, Tamre, glaube ich. Tamre. Weißt du das? Das klingt so ein bisschen. Ich weiß nicht, kennst du Janet Biedermann? Janet Biedermann? Ja, doch, die Sängerin. Ja, manchmal Schauspielerin. Ich bin mal an ihr vorbeigelaufen und gar nicht gemerkt, dass sie das ist. Mhm. Die ist ja unscheinbar manchmal. Ja, es ist bei Fernsehstars oft so, wenn du an ihr vorbei rennst und merkst, dass die das waren. Du brauchst schon ein Auge dafür meistens. Du hast ja auch noch ein Didgeridoo. Genau, so kleines. Ja. Ne? Ich habe hier nämlich so einen Glasbläserfreund, der hat hier so eine Glasbläserwerkstatt und der hat, mit dem habe ich früher Didgeridoo und so haben wir Musik gemacht. So Jams, so einfach so drauf losmäßig. Macht ihr sowas auch? Macht ihr so Veranstaltungen auch? Darauf habe ich ja Bock, ich will ja auftreten. Ich will ja Musik machen. Ja, also wir supporten dann natürlich die Leute, dann haben wir Auftritte, Bühnen, Veranstaltungen, ja, das wird natürlich alles mit anderen Unternehmen denn vertrieben, das ist ja klar. Geil, hast du sowas wie eine Karte, dann kann ich dir einfach andere warte mal, ich hatte Handy zufällig die noch hier. Vielleicht kann ich mir dann hier sogar ein Handy leisten, dann, mit deiner Hilfe. Oder mit da meldest du dich einfach. Ja, cool. Hamburg. Gar nicht so schlecht. Ich habe ja immer ein bisschen Sorge, die Freiheit zu verlieren, die ich mir so erarbeitet habe, aber vielleicht gar nicht so schlecht. Ruf ihn mal an. Emmo. Wäre schon geil, sich den Arsch nicht abzufrieren. Schauen wir mal. Sie haben nicht verdient, dass man ihnen vertraut. Ihr Verhältnis zu uns ist irgendwie versaut. Sie mögen Firmen, aber nichts unternehmen. Aber wir sind der Staat, wir sind ihr Souverän. Politiker haben kein Respekt. Politiker haben kein Respekt. Na, schon Hunger? Ja.
Ich mach doch Brot. Was habt ihr gemacht? Eigentlich nichts Besonderes. Heute war ein bisschen ruhig. Wir haben nur über die Arbeit geredet, einmal eine Planung gemacht für nächste Woche. Das war entspannt. Heute mal einen chilligen machen. Auch mal ganz gut. Ja, einen freien Tag so ein bisschen, ne? Gut ein bisschen gearbeitet, aber es geht. Mal kurz. Da war keiner dran. Nochmal. Du und dein Telefon immer. Ich soll nochmal rufen. Ich hab. Okay. Hallo? Hey, Felix. Ja, ich bin zu Hause. Warum? Ja, kannst kommen. Ich habe ja jetzt frei, aber was ist los? Ja, willst du hier besprechen? Und ganz los. Ja. Kannst gerne kommen, ja. Okay. Ja, bis gleich. Ciao. Na, was ist wieder los? Ich hab keine Ahnung. War ein bisschen, hat so ein bisschen komisch gewirkt und meinte, er will hierher kommen. Meinte, okay. Gekommen. Meinte, warum? Jetzt gleich? Ja, er ist auf dem Weg. Ach so, ja. Keine Ahnung. Von mir auf. Ja, ist ja gut. Felix, was soll das? Der Kleine. Du bist ja schwerhörig. Ja, der nee. Kleine. Ja, aber du musst gleich schlafen, wir wollen den Kindern. Nee. Hallo. Was soll das? Wir müssen mal was unter vier Augen besprechen. Kann sie auch bitte mal so lange. Du verkehrst vielleicht auch mal ein bisschen netter hin. Ich hatte Hallo gesagt. Ich hab was Wichtiges. Ich hab was Wichtiges mit dir zu sprechen, was wir nur über vier Augen haben. Ja, dann kannst du auch entspannt mal sagen, ob das. Nein, mir fehlt ein bisschen die Zeit für. Ich würde auch gerne heute Abend nochmal Feierabend haben. Kannst du ja. Hä? Heute ist Freitag und du kommst hier an. Also, chill mal. Kannst du jetzt mal was organisieren? Danke, Mäuschen. Also, dich behandle ich in deinen vier Wänden auch mal so, du. In meine vier Wände kommst du ja nicht rein. Was ist los für dich? Was ist mit dir los gerade? Ich hab vorhin noch was vergessen. Und das müssen wir dringend besprechen. Ja, was denn? Julia. Ja, was mit ihr? Arbeitet sie schlecht, oder? Willst du die wieder loswerden? Das ist das Einzige, was du mir sagen möchtest zu ihr? Was denn noch? Wieso auf dem Arsch fassen und zweideutige Sprüche bringen? Wer macht das? Nach ihrer Aussage. Du. Warum soll ich sowas tun? Ich liebe meine Freundin über alles. Warum soll ich so wehtun? Das kann ich dir nicht sagen. Ich würde es vielleicht nicht so laut sagen, sonst kriegst du es noch mit. Genau deswegen habe ich dich rausgeschickt. Weil ich gut zu dir bin. Weißt du, so ist es nicht. Ich weiß, aber warum soll ich. Sie kann doch dabei sein. Ich habe nichts zu verstecken. Warum soll ich so einen Müll tun? Warum sagt Julia das? Warum? Bevor sie ich eingestellt habe, warst du derjenige. Oh, die ist doch hübsch, Das habe ich für dich gesagt. Ach, das hast du für mich gesagt. Ja, natürlich auch für den Kunden, damit sie sagen, hey, geile Sau und hallo. Also möchtest du mir sagen, das ist gelogen von ihr, ja? Natürlich. Felix, wir kennen uns viel länger als du und sie. Warum? Ja, aber ich kann mir... Hast du jemals von irgendwas gehört? Ich kann mir aber sowas nicht erlauben. Ja, aber warum hast Wenn du das die Runde macht, im Büro Felix, wird gegrapscht bei mir. Wir haben bei uns schon viel hübschere Frauen gehabt und habe ich jemals irgendwas gemacht? Nein, aber ich frage mich, warum sie mir das erzählt? Ja, was weiß ich? Neid? Positionsneid? Keine Ahnung. Ja, das muss Vielleicht hat sie einen an der Marmel. Muss geklärt werden. Vielleicht hat sie einen Tick. Vielleicht ist sie kaputt im Kopf. Also möchtest du mir sagen, du bist ihr nie mal ein bisschen näher gekommen im Kopierraum, wie ich es gehört habe? Und Felix, nie hast du mal auf den Arsch geklatscht oder so? Arrogant wie nichts anderes. Was glaubst du, warum? Ey, warum soll ich das? Ja, aber Frauen sind auch nicht ohne Grund so. Felix, ich bin doch selber kaum in der Firma. Was soll ich das getan haben? Ja, gut. Also du möchtest mir allen Ernstes sagen, das stimmt nicht. Rein logisch. Guck mal, wenn ich da war, dann warst du doch auch da. Was soll ich das gemacht haben? Und ich war nie im Kopierraum. Was soll ich denn da kopieren? Weiß ich nicht. Ich krieg doch die Sachen von dir. Wie ein Arsch oder so, keine Ahnung. Komm, Felix. Ist mal im Ernst. Also habe ich eine gute Nachricht für dich. Ich habe jetzt weniger Gehalt, oder? Das wäre für dich wahrscheinlich gut, aber ich glaube, nach der Sache müsste ich mehr kriegen. Na, jetzt kommt's. Ich habe einen neuen Sänger gefunden. Ganz zufällig, auf der Straße. Besser als Nelly. Auf jeden Fall. Dann bin ich ja schon mal froh. Ich musste eben nämlich überlegen, welche von denen. Nein, aber der ist ganz gut. Der, okay.
Also ich war mit Svenja, eine Bekannten von mir, unterwegs. Mhm. Wir wollten eigentlich zum Fotostudio, weil sie wollten ein paar Fotos von sich machen. Ja, das macht Sinn. Genau. Und auf dem Weg haben wir uns kurz hingesetzt und da war dann ein Sänger, der hat dann einen Straßensänger. Mhm. Der ein bisschen rumgejammt, bisschen... Manchmal findet man Glück auf der Straße, ja. Ich wollte noch was mit dir besprechen, du, ich brauche deine Hilfe. Wobei? Du weißt ja, Holger. Ja, der Chef der Zeitung. Genau, genau. Ist doch der Chef von deiner Freundin, oder nicht? Ja, und da wollte ich dich um was bitten, da macht ein bisschen ein Terz. Meine Freundin hat einmal Mist gebaut und das ist nicht mal was Großes. Und der, sie hat immer von zu Hause gearbeitet, mit Laptop und über das Internet und alles. Und hier Recherche betrieben. Mhm. Und jetzt verpflichtet er sie, wieder in der Firma zu arbeiten. Warum denn? Was hat sie denn gemacht? Sie hatten Streit, das war ganz am Anfang der Beziehung. Und er hat ist gekommen halt und er hat dann halt versucht, mit ihr über etwas zu reden. Ja, und sie war sauer, weil wir gestritten haben und hat ihn gleich wieder die Tür zugeknallt. Und was soll ich dir da jetzt helfen? Ja, kannst du dir irgendwas tun, dass der da ein bisschen mal entspannt ist und sagt, ja, okay, sie kann wieder von zu Hause arbeiten. Hast du da nicht irgendwie ein Connection oder eine Idee, wie wir das umsetzen können? Ja, ich habe eine Idee. Ich könnte mit dem reden. Ja. Wenn du, dafür musst du mir einen Gefallen tun. Ja, wenn du mir zu 1000% garantieren kannst, dass mit Julia im Büro nix war. Ich hab mit der echt nix. Gut. Das ist, verspreche ich dir eher ein Wort. Warum soll ich mit der Olle das haben? Dann sprechen wir mit Holger. Guck mal, wenn ich das Wort von dir hab, dann mach ich das. So der Birne ist die jetzt auch nicht, Alter. Habe ich aber am Anfang von dir was anderes gehört. Ja, aber doch nicht so, dass ich so einen Scheiß mache. Ja, gut. Ey, und außerdem war ich da am Anfang doch noch Single. Da war noch gar nicht richtig fest mit dir zusammen. Na gut. Wie gesagt, ich spreche dann mit dem einfach mal. Ja. Hat's gefallen. Bitte, ne? Dankeschön. Okay. Cool, gut. Geil. Also wir sehen uns morgen, ja? Denk an das Meeting um 11. Tschüss. Schönen Abend noch. Tschüss. Bis morgen. Ciao. Ciao. Maus. Was ist das denn bitte für ein Auftritt? Ja, aber ich hab mit ihm geredet und gesagt, er soll mal mit dem Chef reden. Er hat eine Idee. Okay. Und das andere Ding ist, er kam hier an und meinte zu mir, dass ich irgendwas mit einer angestellten Sekretärin da hätte oder sie angetatscht hätte. So, warum soll ich sowas tun? Das ist... Naja. Das ist so bescheuert. Und egal, was sie sagen, heute Abend bist du... Sorry für die späte Störung, aber... Ja, weil Feierabend. Ja, ich auch, aber... Was ist denn jetzt los? Du klingst wie so eine hysterische Kuh am Telefon. Was ist los? Ja, wie würdest du reagieren, wenn dir hier, irgendeine Furie reingestürmt kommt und dir einfach die beste Gitarre klaut, die du hast? Warte mal, ich weiß nicht mal, wovon du redest. Ja, ich habe über dich erfahren lassen, dass er hier doch nicht so für Showgeschäft ist. Hat so Wind von bekommen und sofort hysterisch geworden. Und dann? Ja, kam sie hier rein und klaut mir meine beste Gitarre. Siehst du ja, mein schwarzes gutes Ding steht da nicht mehr. Ja, toll. Was ist jetzt dein Ernst oder was? Das ist mein Ernst, ja. Also machst du wegen der Gitarre so ein Terz oder was? Das Ding ist ja die Krönung ist. Wie teuer war denn das Ding? Wie viel? 100 Euro? Die Gitarre an sich hat schon 100 mal, Euro hier, 100 Euro. Ja, die Gitarre an sich, die hat schon mal ein bisschen mehr gekostet. Mindestens 3000. Das ist ein Liebhaberstück. Aber das Ding war, da waren noch 9500 drin, die habe ich da mal versteckt. Woher es auch immer, das wussten die, hat sich natürlich wie, schon gesagt. Wieso versteckst du eine Gitarre 9000? Schon geshoppt. Das weiß wieso ich. Wieso viel Kauf? Ja, du, aber mit 100 Euro kann ich ja insofern nichts anfangen. Wie doof? Guck mal, ich finde die Brauche. Kannst du wieder haben. Nicht. Kannst du wieder haben. Wieso bist du so blöd und versteckst das Geld da drin? Ja, mein Gott, hab ich dann. Weil ich das immer als ein sicheres Versteck angesehen habe. Ganz einfach. Ja, also toll. Versteck für was? So. Denn? Dafür gibt es eine Bank. Kannst doch nicht Geld in einen. Ey, das kann doch nicht angehen. In die Gitarre steckt man kein Geld rein. So. Damit macht man Musik. Ja, und ich habe dich jetzt nochmal hergerufen, weil mir ist alles rübrig, weil über dich rief das Ganze. Ich brauch deren Adresse. Ich habe schon Anzeige erstattet, ne? Und jetzt muss ich der Polizei durch die Adresse geben. Das musst du doch eigentlich wissen als ihr Scout. Die Adresse willst du haben? Oder wo sie arbeitet oder irgendwas, dass ich dann eine Streife hinschicken kann.
Ich wüsste, wo sie arbeitet, aber ich habe keine Ahnung, wo sie wohnt. Ja, das ist auch erstmal egal. Wo sie arbeitet, ist sie ja sowieso jeden Tag anzutreffen. Hast du Papier und Stift? Also, gut, gegen Diebstahl unterstütze ich natürlich nicht, aber... Nee, das ist gut, scheiß Diebstahl. Und hat mich hier auch noch beschimpft und alles. Aber tu doch nicht dein Geld in die Gitarre rein und dann auch noch... Ich denke, du benutzt deine Gitarre, warum tust du da Geld rein? Ja, natürlich, ja. Weil eine Gitarre für mich ein relativ sicheres Versteck war. Zumindest. Denke ich mal. Aber dafür gibt's eine Bank. Da spielen nur ich und meine Musiker hier. Dafür gibt's Banken. Wieso tust du dein Geld nicht auf eine Scheiße? Weil ich nicht immer, weil ich nicht jeden zweiten Tag, wenn ich irgendwie nur so einen hohen Betrag bekomme, immer es schaffe, zur Bank zu fahren. Das mache ich höchstens morgens. Hast du einen funktionierenden Stift? Ja, warte. Aber dann muss ja auch gehen. Ja, hier. Pass auf. Ja, sorry. Diese scheiß Umstände. Ich kenne das, dass das jetzt ärgerlich ist, aber... Ich bin doch nicht der Vater von ihr, ey. Nein, aber du hast sie gescoutet und in gewisser Weise hast du die Sache eingefädelt. Ja, und bevor ich Felix stecke, der sowieso nur auskickt, ne? Du kennst das scheiß Prinzip. Ich habe momentan auf den Typen auch keinen Bock. So. Okay. So. Ja. Die muss ich wiederkriegen, du. Die muss ich wiederkriegen. Hier. Danke. Hier dein Wasser. Ah, cool, danke. Sag mal, kommt mir das nur so vor, seit ich das letzte Mal hier war, oder hast du ein bisschen was verändert? Ja, ich habe ein bisschen umgeräumt. Ich hab's mir ein bisschen gemütlich gemacht. Nee, finde ich gut. Sieht gut aus, definitiv. Sag mal, hat das jetzt eigentlich geklappt mit der, wie hieß sie nochmal? Svenja war das, Svenja, ne? Ja, genau. Sie angezogen? Eingezogen. Hm, cool. Gute Sache. Ja, deswegen wollte ich dir auch nochmal die restlichen Miete geben. Ach, es wäre nicht nötig gewesen, die paar Euros. Ach, ist okay. Aber sehr ehrlicher Mensch, sehr gut. Ja. was ich noch wissen wollte, heute habe ich Tag der Fragen, sorry. Hat sich meine Schwester nochmal gemeldet, weil ich erreiche sie nicht. Leider nicht. Voll kacke. Ja, voll kacke. Also ich meine, wenn ich sie nochmal höre, dann werde ich auch mal ein paar Takte erzählen, weil... So wie sie gegangen ist. Würde ich ihr auch gerne erzählen, aber wie gesagt, sie geht bei mir überhaupt nicht ans Handy ran. Was ist denn das jetzt? Spät haben wir uns um 5. Klingelt denn da jetzt noch? Sag mal, ist das dein Ernst? Hallo, und wo weißt du, wo ich wohne? Und was machst du? Dummerweise hast du einen Vertrag unterschrieben, da steht der Name drin, ja, und deine Adresse. Da geht dich eigentlich nichts an, aber okay, was willst du? Vertrag geht mich was an. Was willst du? Was redest du bitte bei Felix für Scheiß? Komm erstmal, nein, weil ich... Nee, warum? Doch, das müssen die ganzen Nachbarn, komm jetzt rein. Sag mal. Da ist mein Zimmer. Jetzt mal im Ernst. Was redest du für eine Scheiße? Muss das sein? Hab ich dir irgendwas getan? Was denn für eine... Warte, jetzt wurdest du erstmal. Was denn für eine Scheiße? Bei Felix, was hast du für eine Scheiße geredet? Ich wüsste jetzt nicht, was mir einfällt. Ey, auf den Arsch gucken, auf die Titten gucken, die schönen Augen machen, komische Sprüche, dich anfassen. Meinst du, er wäre nicht zu mir gekommen, oder was? Was lügst du denn? War das so notwendig? Nee. Ja, warum machst du so einen Scheiß? Habe ich dir irgendwas getan, oder was? Nee. Ja, was ist denn los bei dir? Ich krieg verdammt noch mal jedes Mal von den Einlauf, wenn ich zur Arbeit komme, dass ich die nicht irgendwie... Was ist denn los mit dir? Weinst du jetzt oder was? Jetzt tu doch nicht so. Weinst du ehrlich? Ja, Mann. Was ist denn los bei dir? Warum machst du so einen Scheiß denn? Ich weiß es nicht. Ich hab da irgendwelche Komplexe. Ja, das brauchst du doch gar nicht. Mann, ich will eigentlich gar nicht so sein, aber... Hey, guck mal, wir haben dich doch eingestellt, du bist so angenommen. Ich habe sogar noch gesagt, nimm die, die kann dir doch helfen. Die hält ein bisschen Pfeffer unterm Arsch. Ja, aber Mann, ich hab irgendwo... Ich weiß nicht, was ich hab und es tut mir auch voll leid, dass ich... Ich wollte es eigentlich nicht, dass ich dich so in die Pfanne haue. Eigentlich bin ich nicht so. Ich weiß nicht, das ist immer so komplex. Das ist wie so ein Scheide, der geht einfach, wann er will. Das ist... Das war scheiße von mir, ich weiß und... Ja, es tut mir leid. Dann rede bitte mal mit Felix drum, der will mich rausschmeißen, wenn das irgendwie bestätigt wird. Nein, das tut mir leid, ich kläre das auf jeden Fall. Ja, bitte.
Mach ich, weil... Wegen mir bist du sogar drinne teilweise. Ja. Sonst hätte Felix vielleicht auch gesagt, nee. Dein Aussehen ist mir scheißegal. Ja, Mann, ich weiß, dass ich doch immer übertreibe. Und ich weiß, dass du auch gar nicht so, aber... Ich auf jeden Fall, ich kläre das mit Felix. Ja, bitte. Ey, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, das geht nicht. Nee. Das ist eine ernste Sache. Ja, Mann, ich weiß nicht, was ich hatte. Ich rufe Felix einfach nach dem anderen, ich hatte noch spontan Zeit. Und dann stelle ich das auch, klar. Felix ist auch ein Freund von mir. Das soll nicht schlecht von mir denken. Ich weiß. Das ist seine Firma. Ich werde doch nichts tun, was seine Firma irgendwie belastet. Okay? Mhm. Echt? Ja, sorry, das war krass. Vertragen? Bitte mach das mal mit Felix, ja? Tut mir leid. Weil so geht das nicht, okay? Nee, das kommt nicht mehr davor. Gut. Dann... Ich kann dich aber auch verstehen. Okay. Ja, dann gehe ich jetzt wieder. Ja, bitte, wirklich. Weil ich habe keine Lust, nochmal so auf diese Art und Weise zu kommen. Nein, nein. Ist in Ordnung. Okay. Okay. Ciao, tut mir leid. Alles gut. Findest du alleine raus? Ja, ich finde schon raus. Alles gut. Ich weiß gar nicht, was Emmo von mir will. Ey, der macht ein Theater wegen so einer Kleinigkeit. Er soll doch froh sein, dass ich dort arbeite, hat er wenigstens was zu gucken, ganz einfach. Und ich dachte schon, da geht gar nicht. Also ich habe schon losbekommen und meine Tränendrüse, die war richtig gut. War richtig geil gespielt. Und ich gehe definitiv nicht zu Felix, bin doch nicht so blöd und verrate mich selber. Soll abfahren. Pff. Du meinst, sie kommt mit dir nochmal her, sieht alles schon... Ach so, nein, da hat sie alles weg. Aber falls ich sie nochmal spreche oder so, meinte ich nur. Okay. Was soll das denn? Wie was? Was soll das denn? Ja, was versuchst du mich hier zu küssen? Wie? Geht's noch? Ey, du kannst ganz ehrlich, du kannst froh sein, dass so einer wie ich versucht, dich zu küssen. Ach so, bist du so arrogant? Was soll der Scheiß denn? Ey, ganz ehrlich, die Nummer brauche ich nicht, ganz ehrlich. Nee, ich auch nicht. Ja. Also du kannst... Ganz ehrlich, selten solche Frauen erlebe ich. In meinem Business, die so krass verklemmt sind. Die ein bisschen Klasse haben, nee, vielleicht. Du bist tierisch. Die sich nicht von jedem Arsch Du bist tierisch verklemmt, Alter. Ja. Tschüss.